käme dann eventuell bist du dann auf den Bildern. Wow. Ah. Ja, aber jetzt kommt. Ja, ja, ja. Ich bin ganz froh, dass mein Handy wasserdicht ist. Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen des GB-Museums der Deutschen Bahnstiftung und des Adlerteams darf ich Sie recht herzlich auf unserer Fahrt nach Nürnberg begrüßen. Wir verlassen München Bahnhof Görlitz. Der Bahnhof der Ludwigsbahn, wo der Adler ankam und abfuhr, befand sich einige hundert Meter weiter nördlich auf dem Promenadenplatz, der seit 1949 vor der Freiheit genannt wird. Seit 1835 mehrfach erweitert und umgebaut, wurde der Nachfolgebau von 1872 im Jahr 1938 von den Nationalsozialisten restlos beseitigt, um Platz für Großveranstaltungen zu schaffen. Der heutige Bahnhof Fürth wurde 1863 im Zuge des Baus der Bahnlinie Nürnberg-Würzburg errichtet. Die Nürnberg-Bahnstadt wurde erst 1876 gegründet, nachdem sie vorher über Doos und auf Deutsch geführt worden war. In den Standortstrecken kam der Gleisweg und Würzburg, in der Bahnhof auf dem Hauptbahnhof für die Nahverkehrsstrecken nach Würzburg und Marktleiter. Fürther Kreuzung war übrigens viele Jahrzehnte Fürths Anbindung zur großen weiten Welt. Da die Ludwigseisenbahn ein bis 1865 geltendes Privileg zur Personenbeförderung Nürnberg-Fürth hatte, musste die 1845 eröffnete Staatsbahnlinie an Fürth vorbeigeführt werden. Reisende, die etwa von Bamberg nach Fürth wollten, mussten in Doos in die Ludwigsbahn umsteigen. Erst mit der 1865 eröffneten Bahnlinie war zur Ludwigsbahn gehört. Ein 1860 errichteter und 1907 erweiterter Lokschuppen für Rangierloks für den Verkehr zwischen Ludwigsbahn und Staatsbahn. Der Zeit feststellte, dass der Dampfbetrieb günstiger war als der Pferdebetrieb, wurden die Pferdefahrten ab 1842 reduziert und bis 1856 gänzlich eingestellt. Viele Jahre besah der Adler seinen Dienst bei der Ludwigsbahn nahezu störungsfrei. Als er schließlich nicht mehr dem Stand der Technik entsprach, wurde er 1857 ausgerüstet. Aus einem 2002 entdeckten Eintrag im Geschichtsbuch des
Dampfdampfer relativ spät, sieht er vor, dass er noch einige Monate als stationäre Dampfmaschine in der Späthschen Maschinenfabrik am Nürnberger Dutzendeig eingesetzt war, bevor er an einen Augsburger Fabrikanten verkauft wurde. Das weitere Schicksal des Adlers ist unbekannt. Niemand kam damals auf die Idee, den Dampfwagen der Nachwelt zu erhalten. Es müssten schließlich beinahe 80 Jahre verstreichen, bis die Eisenbahn im Lauf der Zeit genossen, sich zu Museum zürig wurde. Das 100-jährige Jubiläum der deutschen Eisenbahn im Jahr 1937 stellte die Reichsbahn eine Farbe in die Republik des Adlers her. Dieser wurde seitdem bei großen Jubiläumsveranstaltungen eingesetzt. Zuletzt zum Museum in Deutschland, die B-Museum im Jahr 1999 und in den vergangenen Jahren zur Rostock-Bahn in der Fränkischen Schweiz. Die B-Museum selbst ist ein nicht betriebsfähiger Nachbau zu sehen. Die Bundesbahn war im Jahr 1952 und als Werbeträger für Museen und Ausstellungen in der Fränkischen Schweiz. Der 1935 Nachbau war ein Großplatz von Zukunftsbildung zusammen mit historischen Fahrzeugen schwer beschädigt wurde, sah die allgemeine Öffentlichkeit wie selbstverständlich wird, in der Herstellung des Adlers die oberste Priorität. Der Bahnvorstand reagierte umgehend und veranlasste, dass die Lokomotiven sagen wurden, den Wagen in der Fahne installiert wurden. Ja, der wurden einige kleine Änderungen vorgenommen, etwa bei der Farbgebung der Form des Kabins, am 23. November 2000 wurde der Restaurant für den Adler zu einem neugebauten Wagen des Museums übergeben. Das wurde auch nach dem 175-jährigen Eisenbahnjubiläum im Jahr 2010 wurden mit dem historischen Zug wieder Publikumsfahrten durchgeführt. Höhe ist er nach Berlin und Frankfurt der dritthöchste Fernsehturm Deutschlands und liegt weltweit auf Platz 19. Leider ist das Drehrestaurant auf 200 Meter Höhe seit 1992 geschlossen. Dieser erfolgt in Gefällebahnhöfen wie in Nürnberg dadurch, dass ein Güterzug Wagen für Wagen in Ablaufwagen untergeschoben wird.
Die Wagen werden dann von sogenannten Metallern abgebremst, die ein weit hörbares Quietschgeräusch verursachen. Die Wagen laufen dann in verschiedenen Gleisen zu neuen Zügen zusammen, die zu den jeweiligen Zielen geschickt werden. Im Nürnberger Rangierbahnhof sind etwa 750 Menschen beschäftigt. Täglich werden etwa 3500 Güterwagen zu 120 abgehenden Güterzügen zusammengestellt. Bist du gehört? Ja, ja. Soll ich bremsen? Unmittelbar an den Rangierbahnhof in Richtung Hafenpunkt haben sie was rausgesetzt, das war körperlich. Für die Reparatur des Jagdhaltungs- und Eisenbahnfahrzeugs bestand seit 1875 an der Ausstellung in Ostenhofen eine Zentrallöchstelle. Als deren Kapazität nicht mehr ausreichte, wurde 1909 für die Güterwagenreparatur eine Zweigstelle in der Ingolstädter Straße am neuen Rangierbahnhof errichtet. 1937 erfolgte eine Erweiterung für die Instandhaltung der neuen Reichsbahn-Dieseltriebwagen sowie für Straßenfahrzeuge. Nach Kriegszerstörungen im Stammwerk 94 werden hier vor allem ICE- und S-Bahnzüge instand gehalten. Auch das Außendepot des DB-Museums befindet sich auf dem Gelände. Wir waren in Strömen und denen entgegen.